Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Arena Battle 3. Wir spielen heute gegen Batzi und das mit diesem Teamchen hier. Ja, willst du mit dem Team antreten? Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ich denke, das machen wir. Ich bin gespannt, wie es werden wird, weil Batzi natürlich immer so ein Kandidat für sich ist. Wir haben unseren Orden gegen ihn auf eine interessante Art und Weise verloren. Gegen 18 Seso-Kids oder so. Oder 18 Kronjuwild, ein Seso-Kids und ein Capotoro. Demzufolge möchte ich darüber nicht mehr reden. Und es wird vielleicht Zeit für eine Revanche gegen die gute alte Bazzine. Und da ist sie auch schon fertig. Von daher mal schauen, was hier für ein Team dabei ist. Ich glaube, wir haben gegen Bazzi noch nicht gespielt. Kann das sein? Glaube ich zumindest. Aber wir sehen auf jeden Fall ein starkes Team. Und eventuell sogar... Also, was heißt eventuell? Sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein Team, das auf dem Bizarro-Raum basieren wird. Denn wir haben Porygon 2 und Magierna, die wir im Bizarro-Raum rausholen können. Und Mega Kamirupt, was davon sehr stark profitieren kann. Ich denke mal, Meistergriff, ne, müssen wir nicht drüber reden. Ebenfalls ein sehr gutes Pokémon. Zapdos versus Zapdos haben wir hier. Auch interessant. Und zu guter Letzt Scorbunny. Also zwei Pokémon gleich, die gegen Gift immun sind, was ein bisschen doof ist, ne? Also mit Scorgro und Magierna. Beide werden wahrscheinlich auch nicht paralysiert werden durch Statik oder so, weil der Toxic Orb von Scorgro eben viel, viel schneller triggern wird. So, die Frage ist jetzt allerdings, womit leaden wir? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er mit einem der Trick Room Leader beginnen wird, sprich mit Magierna oder mit Porygon. Und ich halte da tatsächlich Sidama eigentlich für die gar nicht so schlechte Möglichkeit, um hier mal zu starten. Denn damit könnten wir direkt ein bisschen Druck ausüben. Gegen Magierna haben wir ja die Offensivweste mit dabei. Das bedeutet, die Feenattacken sollten wir überleben können. Können dann hartes Erdbeben dagegen hauen. Oder mit einem Ableithieb zumindest neutralen Schaden machen. Ich denke, das ist okay. Wir springen rein in den Kampf. Und hoffen mal, dass er tatsächlich auch damit liegen wird. Weil es wäre natürlich auch möglich, mit seinem Tarnstein-Mon zu leaden. Das wäre Scorgro, das wäre auch okay. Wenn das nicht gerade einen Flugmove drauf hat, was gegen, was gegen Käfer nicht unbedingt unmöglich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass er nicht auf den Flugmove gehen würde, sondern eher auf die Tarnsteine. Aber da werden wir sehen, wie sich das Ganze verhalten wird. Wir sehen Olymp und Olymp ist sein Kamirup direkt im First Turn. Okay, das ist interessant tatsächlich. Will er uns hier pranken oder hat er die Tarnsteine auf dem Teil und will die Tarnsteine jetzt unbedingt rausbekommen? Ich meine, ich habe keine mega große Angst vor Kamirupt. Es wird wahrscheinlich ein Erdbeben tanken können. Also, ich habe keine mega große Angst als Mosquito jetzt gerade, weil wir die Offensivweste tragen. Sollten wir eine Eruption auf jeden Fall tanken. Zumal er ja sowieso weniger KP haben wird gleich. Das heißt, ein Erdbeben, ja, finde ich eigentlich komplett fein. Also... es könnte Zapdos reinkommen, eventuell, wenn er Angst vor dem Erdbeben hat. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er einfach die Tarnsteine rausbekommen möchte. Was, wenn er in Zapdos geht? Würde ich dann auf Eishieb drücken wollen? Vielleicht gehe ich da dann auch tatsächlich raus. Ich wüsste allerdings nicht so genau, in was wir gehen würden. Weil Toxin kommen könnte, aber auch eine Hitzewelle gegen Zapdos. Ich gehe auf jeden Fall erstmal fürs Erdbeben. So weit bin ich mir recht sicher. Ich hätte natürlich jetzt auch direkt im First Turn predikten können, dass Zapdos hier reinkommen wird. Aber vielleicht hat er das Erdbeben ja gar nicht so hundertprozentig auf dem Schirm oder denkt sich, ja, das tank ich. Oder vielleicht denkt er auch, ich werde rausgehen, weil ich ihn eh nicht one-shotten kann. Oder. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, die hier kommen könnten. Und wir sehen, dass es Mega Kamirupt ist. Ich habe noch so ein klein bisschen dran gedacht, dass es vielleicht irgendwie ein Wahlschall-Set sein könnte oder so, um uns irgendwie zu überraschen. Aber ich glaube, Kamirupt hat so wenig Initiative, dass das sehr, sehr wenig Sinn macht. Und wir kriegen auf jeden Fall schon mal ein Erdbeben drauf. Das finde ich gut. One-Shotten wird das never ever. Wir haben sehr wenig Angriffsinvestment. Aber es macht zumindest über 50%. Und das ist schon mal ganz gut. Und wir sehen auch den Flammenwurf. Okay. Bitte kein Burn, dann sollte das okay sein. Ja, der Schaden ist halt schon ordentlich, ne? Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Frage ist jetzt, wird ein Ableithieb wird nicht killen, right? Ein Ableithieb wird nicht killen. Das heißt, er muss jetzt entweder seinen Mega-Kamirupt opfern, ne, weil wir einfach auf Erdbeben gehen können. Aber ihm kann auch bewusst sein, dass wir jetzt predikten könnten. Indem zum Beispiel wir jetzt Zapdos erwarten. Ne? Das wäre ja nicht allzu abwegig.
oder Skorgo. Beides Möglichkeiten, die hier reinkommen könnten. Will ich denn predicten? Ein Ice Heave killt auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal klar. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er das opfert. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eben, dass er predicted, dass ich predicte und deswegen drin bleibt, um Mosquito hier zu killen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ein Ice Heave wäre jetzt schon hart geil, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Und auf jeden Fall kommt er dann mit dem Ice Heave auch in die Range, wo Zapdos kill, wo Shirox killen könnte. Ich glaube, ich würde gerne auf einen Ice Heave gehen. Ich weiß, dass das nach hinten losgehen kann, aber ich würde ganz gerne auf den Ice Heave gehen. Aber er geht raus, okay. Zapdos oder Skorgro, oder? Das sind seine Möglichkeiten. Gezapftes klingt doch nach Zapdos. Ja, das heißt, wir kriegen Ice Heave drauf, wird nicht mega viel Schaden machen. Aber er hat Erzwinger nur, das ist super gut. Das heißt, keine Para für uns. Vielleicht ein Beulenhelm, den er haben wird, aber nur vielleicht. So. Okay, und wir sehen die Überreste, das heißt nicht mal Beulenhelm-Schaden, den wir hier fressen. In Ordnung. Und Harnsteine liegen auch nicht draußen. Die kann er aber auch max... Mit Skorgro könnte er sie legen, ja. Mit Skorgro könnte er sie legen. Okay, jetzt ist die Frage, was ist unser Zapdos-Switch-In? Er kann auf eine Hitzewelle gehen, das würde sehr vieles in unserem Team gut treffen. Außer unser Rotom. Und unser eigenes Zapdos. Deswegen könnte er auch Toxin drücken. Wäre auch eine Möglichkeit. Und toxiniert haben würde ich eigentlich ungern irgendwas wollen. Wird er auf Toxin gehen? Gut möglich, gut möglich. Wie sieht eigentlich das Klebenetz gegen ihn aus? Ja, wahrscheinlich nicht so gut, wenn er Bizarro-Raum spielt. Wahrscheinlich nicht so gut. Er hat ein, zwei Bodenmonster, hat er, right? Mit Kamerupt, okay. Das ist halt doof, dass das noch lebt. Aber schon mal sehr, sehr gut, dass wir mit, zum Beispiel auch mit Shirox einfach auf eine Kehrtwende drücken können. Okay. Tja, wen schicke ich jetzt hier rein? Ich erwarte ziemlich sicher ein Toxin, aber ich glaube mit Oven sind wir relativ solide dabei. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. Lass uns das mal tun. Lass uns das mal tun. Okay. So, Oven ist drin. Und er geht auf Toxin, genau. Das war relativ obvious, aber wenn die Hitzewelle gekommen wäre, wäre halt schon schwierig gewesen. So. Er könnte jetzt drin bleiben, aber ein spezieller Angriff von dem Rotom. Er weiß ja auch nicht, sind wir vielleicht Wahlglas oder so? Oder Lebenorb oder irgendwas in die Richtung. Er hat ja keine Ahnung. Könnte seinem Zapdos schon sehr wehtun, weil ich glaube, dass er das physisch spielen wird. Ich könnte jetzt also auf einen Hitzekoller gehen, dann wäre Porygon zum Beispiel eine ganz gute Option. Okay. Eigentlich, Leute, eigentlich. Egal, was ich tue, Trickbetrug ist, glaube ich, der Play. Aus folgendem Grund. Wir brauchen den Wahlschall gegen dieses Team eigentlich nicht wirklich. Wir sollten nahezu alles outspeeden können. Wenn nicht sogar wirklich alles. Okay? Und er hat Zapdos mit den Überresten, er hat Skorgro mit dem Toxic Orb, er hat Meistergriff möglicherweise mit einem Heiß Orb, er hat Porygon mit dem Evoliten und er hat Magirna mit irgendetwas. Okay? Das heißt, Trickbetrug, meiner Meinung nach absoluter Play. Er geht raus. In was geht er? Bitte, bitte Skorgro. Olymp. Olymp ist sein, ausgerechnet sein Kamerupt. Hat er den Trickbetrug gerochen? Weil dann ist das der Play gewesen von ihm. Aber wenn jetzt ein Hitzekoller gekommen wäre, ich habe nicht gedacht, dass er Kamerupt hier reinwirft. Okay. Jetzt ist er sich ziemlich sicher, was für ein Set ich fahren werde. Ja, und jetzt kann er eigentlich auch relativ safe für die Feuerattacke gehen. Das ist halt das Problem, was ich hier gerade sehe. Das hat gegen Saitama mit Offensivweste schon sehr viel Schaden gemacht. Wird Saitama hier... Ja, doch, Saitama ist noch wichtig. Kann gegen Porygon halt nochmal ganz gut auf einen Dings drücken. Ist nur die Frage, was würde ich sonst da reinwerfen? I don't freaking know. Ja, die Feuerattacke ist safe. Oder Tarnsteine. Eins von beiden ist safe. Dammit. Entweder hat er das gerochen oder es war jetzt ein bisschen Zufall, dass das kam. Schade. Hätte cool werden können. Aber jetzt weiß er vom Trickbetrug auf jeden Fall Bescheid. Zapdos will ich eigentlich ungern in den Flammenwurf reinwerfen, weil er danach dann auch auf Erdkräfte gehen kann, wenn ich Dings drücke, Ruheort drücke. Aber ich habe eine Idee. Ist riskant, weil wir Zapdos sicherlich noch gut gebrauchen können gegen Meistergriff, gegen Skorgro und so weiter und so fort.
Aber ich habe eine Idee, und zwar, dass er jetzt auf Flammenwurf gehen wird. Wir dann in einer Range hoffentlich sind, wo Flammenwurf uns töten würde, der nächste. Und er den Ruheort erwartet. Ja. Jetzt wird er vielleicht den Ruheort riechen und auf Erdkräfte gehen. Vielleicht macht er auch den Midround-Play. Das ist gerade sehr, sehr, sehr riskant, was ich hier tue. Weil ich würde jetzt ganz gerne auf Toxin gehen. Würde ich ganz gerne machen wollen. Problem ist, Zap, das ist halt ultra, ultra wichtig. Das heißt, wenn das mit den Erdkräften sein Play jetzt nicht klappt, dann problematisch. Aber ist Erdkräfte, warte mal, haben wir irgendwas anderes? Wir haben Rotom noch, was das maximal immunisieren kann, die Erdkräfte. Maximal das. Ja. Oder Cyderman halt. Also Erdkräfte ist gar nicht mal unbedingt sein Play. Ne, eigentlich ist Flammenwurf safe sein Play, oder? Weil wenn ich mich gegenheile, dann heile ich mich halt gegen. Eigentlich ist Flammenwurf safe sein Play. Was hat er für ein Switchen in den Hitzekoller? Nicht so viel, ne? Gehe ich wieder raus in den Oven? Ich könnte nochmal rausgehen in den Oven. Aber Oven killt halt nicht. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Ich glaube, Zapdos ist nicht so unfassbar wichtig. Schon nicht unwichtig, aber nicht so unfassbar wichtig. Wir gehen Toxin und hoffen, dass er Erdkräfte drückt. Einfach, weil er zu greedy auf den Ruheort ist und das mit Erdkräften predikten möchte. Mal schauen. Ich glaube, dass das problematisch werden könnte. Ja, er geht einfach safe für den Flammenwurf. Ja. Es hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Wenn es ungefähr 50% gemacht hätte, alles easy wäre der Plan vielleicht aufgegangen. So allerdings nachvollziehbar eher nicht. Gut, wir können jetzt in irgendetwas Beliebiges reingehen. Zum Beispiel Saitama. Wir könnten uns auch mit Kakashi aufsetzen, ehrlich gesagt. Und könnten da einfach irgendwas tun. Ding sieht schon echt nice gegen ihn aus, oder? Ja, außer gegen Skorgro. Skorgro ist ein Problem. Skorgro ist ein kleines, aber feines Problem. Okay, gehen wir auf Saitama. Ich glaube, ein Ableithieb müsste mittlerweile reichen, aber er wird eh rausgehen. Klebenetz bringt mir nicht viel, ne? Die einzig schnellen, halbwegs schnellen Pokémon sind fliegende. Das heißt, da bringt mir Klebenetz nothing. Ich könnte aber auch hierauf gehen und auf eine Kehrtwende drücken. Oder auf eine Verfolgung sogar. Ja, doch, lass uns das machen. Gehe ich auf eine Verfolgung jetzt? Verfolgung ist Stärke 60 dann mit Techniker, ne? Die wird nicht unbedingt killen. Die wird nicht unbedingt killen. Und das wäre halt schon doof, wenn das nach hinten losgeht. Deswegen drücke ich, glaube ich, einfach die Kehrtwende. Ja, denke schon. Kehrtwende ist Stärke 70. Durch Stab ist es 105. Also etwas schwächer als eine Verfolgung. Aber ich glaube nicht, dass die Verfolgung, ohne dass er rauswechselt, killen würde. Glaube ich nicht. Ich gehe auf die Kehrtwende. Ja, er geht raus. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Das ist erstmal in Ordnung. Und er geht in Gezapftes. Das ist sein Zapdos. Das ist auch vollkommen okay. Aber Verfolgung wäre nice gewesen, wenn wir ehrlich sind. Das wäre schon cool gewesen. Aber er wird niemals... Ich glaube, er wird jetzt nicht mehr mit Verfolgung rechnen. Sonst hätten wir die drücken können. Von daher machen wir nachher, glaube ich, nochmal den gleichen Play. So, jetzt ist also das Ding drin. Wenn wir jetzt auf Zäpfchen gehen. Wir haben halt leider die HP Feuer. HP Eis wäre jetzt so geil da drauf. Wie sorge ich jetzt am besten für Druck? Wenn ich hier den Hitzekoller raus spreade, ne? Das wird Zapdos wahrscheinlich, wird Zapdos das ausnocken? Eher schwieriger, denke ich mal. Aber er muss Angst vor Trickbetrug haben eigentlich. Das heißt, er geht vielleicht wieder in irgendwas rein. Ja, komm, wir gehen hier rauf. So, wäre das jetzt eigentlich schlimm, wenn ich nochmal Trickbetrug einsetze? Ja, weil ich irgendwas reinwechseln müsste in, Dings. In sein Kamerupt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Kamerupt kommen wird. Weil Hitzekoller plus Gift wird langsam kritisch für den Jungen. Das heißt, kommt vielleicht doch irgendetwas hier rein, was sein Item ungern verlieren möchte. Oder Magierna, aber nee, glaube ich nicht. Wir könnten jetzt auch für den Voltwechsel gehen.
wenn wir erwarten, dass Zapdos drin bleibt. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich gehe für einen Hitzekoller. Kann sein, dass wir wieder missplayen. Weil wenn er jetzt drin bleibt und Hitzekoller nicht killt, wovon ich ausgehe, dass es nicht killt. Wobei Hitzekoller schon sehr, sehr strong ist, ne? Ah, ich glaube nicht, dass es killt. Dann hätten wir auf jeden Fall ein Problem, weil Zapdos sich dann wieder gegenhalten würde. Gerade mit Überresten würde es dann ungefähr wieder auf der Range sein, wo es jetzt ist. Und wir wären auf minus 2, würden zusätzlichen Toxinschaden bekommen. Wäre nie so optimal. Deswegen, I don't know, ob das gerade der Way to go ist, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht. Vielleicht. Je nachdem auch natürlich, was er predicted, ne? Weil wenn er jetzt Trickbetrug predicted, kann auch Magierna kommen. Oder wieder seinen Kamerupt. Und da einen Hitzekoller drauf zu kriegen, auf eines der beiden, das würde ich mit Kusshand nehmen, Leute. Das würde ich easy going annehmen. Aber gut, jetzt ist er mal dran mit dem Überlegen. Und er geht raus. Okay, in was geht er? Porygon wäre am schlimmsten, er geht in Olymp. Okay, in Ordnung, kann ich mitleben. Ist sehr gut, wir müssen nur noch treffen. Warum habe ich das gewusst? Warum habe ich das nur gewusst? Okay. Killt der Hitzekoller? That's a very good question, brothers. Er weiß jetzt, dass ich auf Hitzekoller gewahrt bin. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich in irgendwas rausgehen, was den Hitzekoller gut abfangen wird. Zum Beispiel Porygon. Zum Beispiel Porygon. Ich denke, ich gehe jetzt raus in Mosquito. Ich weiß, die Plays gerade sind ultra riskant teilweise. Aber ganz ehrlich, ein Hitzekoller kann ihn, glaube ich, killen. Und ich glaube, das will er nicht. Wir wechseln natürlich zuerst raus. Und er bleibt drin und geht auf Steinhagel. Kriegen wir... mit roher Gewalt kriegen wir das wahrscheinlich nicht getankt. Oh, wir kriegen es getankt. Wir kriegen es getankt. Okay, sehr gut. So. Was ist sein Switchen? Was ist sein Switchen? Wenn wir auf Ice gehen würden, gar nichts. Also, ja, dann kommt Meistergriff okay rein. Und Porygon kommt okay rein und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich können wir, glaube ich, auf einen Ice-Heap gehen. Und wir könnten Zapdos outspeeden. Oder will ich auf einen Gift-Heap gehen? Ich glaube, ich gehe auf Ice-Heap. Oder gehe ich auf Gift-Heap? Falls Zapdos kommt, da eine Vergiftung reinzukriegen, wäre halt schon richtig, richtig lecker. Und ein Gift-Heap müsste jetzt gerade auch killen, oder? Killt er? Es wäre nicht super schlimm, wenn er nicht killen würde, weil Mosquito eh schon sehr angeknackst ist. Gehe ich für die Vergiftung. Gift-Heap. Ist halt nicht sehr effektiv. Ich glaube, er kann relativ unbesorgt in Zapdos gehen. Ich gehe für Gift-Heap. Er bleibt drin, okay. Bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill. Ach Gott im Himmel. Naja. Es läuft nicht, Leute. Es läuft nicht. Kamerupt ist down, aber zwei unserer Pokémon sind auch down. Und zwar beide Defensiven. Das heißt, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Oh man. Also es war sehr, sehr gut möglich, dass er einfach drin bleibt, weil er mit Dings nicht mehr so viel machen kann. Wegen der Vergiftung auch, aber ja. So. Porygon, Magina. Aber es ist zumindest schon mal ein Dings-Pokémon weg. Ne, aber auch unsere einzige Eisattacke. Ah, shit. Okay. Wird jetzt Zapdos kommen? Ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Warte mal, er hat jetzt aber Kamerupt nicht mehr, was er in den Trickbetrug reinwerfen kann, ne? Das heißt, ich könnte jetzt auch mit Rotom was machen. Aber Rotom ist jetzt sehr obvious, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn ich... dieses nervige Skogro. Ich glaube, das wird das größte Problem werden. Weil ansonsten sieht Kakashi zum Beispiel richtig, richtig gut aus. Also Magierna, ja, aber können wir uns mit Gedanken gut ein bisschen aufsetzen.
Ja, Oven. Es kann halt sein, dass er auf Magieren einen Z-Move hat. Aber da muss er auch erstmal mit Magieren reingehen. Komm, wir gehen an Oven. So, wir bekommen jetzt zumindest erstmal keinen Toxinschaden und wir können uns entscheiden, immer noch auf Dings zu gehen. So, Porygon kommt. Okay. Porygon kommt. Er wird alles tun, aber nicht Skorgro reinwechseln, right? Wird er nicht machen. Gehe ich auf Trickbetrug. Wenn Magierna einen Z-Move hat. Dann kommt Magierna auch jetzt rein. Will ich das direkt mit einem Hitzekoller predikten? Was wird Porygon machen? Wahrscheinlich den Bizarro-Raum Setup, ne? Könnte auch sein. Aber dann verliert es halt sein Item. Hat Magierna... Boah, ich glaube sogar, dass Magierna keinen Z-Move hat, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar, dass Magierna irgendwie Offensivweste oder irgendwie sowas hat. Komm, ich gehe für Trickbetrug. Kommt Magierna. Charlotte ist Magierna. Aber es kann auch sein, dass Magierna einfach sein Item am ehesten abgeben kann. Nope, es hat den Z-Move. Hätte ich das einfach mal durchgezogen. Weißt du, die ganze Zeit mache ich irgendwelche Predicts, aber das natürlich wieder nicht. Okay. Das heißt, wir wissen zumindest das jetzt auch schon mal. Hier sitzt nur ein kleines Problemchen, weil... Ja, was genau werfen wir da jetzt rein? Magierna könnte sich jetzt setupen. Könnte den Bizarro-Raum rausholen, irgendwie sowas. Ach man, Alter, es klappt nichts in diesem Kampf. Nichts. Es hätte auch sehr gut sein können, dass Magierna eine Offensivweste hat. Naja, wobei Offensivweste waren nicht sehr wahrscheinlich. Okay, Gedankengut, ja. Und Z-Move. Ist im Bizarro-Raum auf jeden Fall ein Problem. Auf jeden Fall. Wir haben immer noch Eddie, okay? Eddie hat immer noch Durchschlagskraft, mit der er nicht unbedingt rechnen wird. Allerdings natürlich auch nicht die krassesten Moves gegen Magierna. Ich probiere es mit einem Donner, die Para zu kriegen. Kann sein, dass das Game hier schon endet. Weil wenn er jetzt sich zwei, dreimal setupt und dann, das macht guten Schaden. Und er hat aber auch keine 50% Beere oder so, ne? Das heißt, Heilung dürfte eigentlich auch nicht drauf sein. Das heißt, wir müssen ihn nur in die Range bekommen, wo der Patronieb killt. Dann sieht das zumindest schon mal ganz gut aus. So. Donner again. Was zur Hölle? Ich meine, es ist nicht relevant, weil... Es ist eine Nullrunde für uns beide, aber... Was kann denn noch passieren, bitte? Wenn selbst der Donner misst. Der ist bei 97% oder so. Boah. Junge. Ich werde schon wieder salty, ey. Dankeschön. So, es war eine Nullrunde, absolut. Aber Lightheiler hat er noch. Das ist interessant. Lightheiler, Zauberschein und Gedankengut, okay. Und Gedankengut. So, ist okay. Er ist jetzt auf plus 3, aber wir haben Shirox. Und Shirox wird sehr, sehr wahrscheinlich outspeeden und denke ich mit einem Kraftkoloss killen können. Ich sehe aber ehrlich gesagt immer noch sehr, sehr wenig Möglichkeiten, um an Skorgro vorbeizukommen. Mit der Patronenhieb killen. Dann zeige ich zumindest den Kraftkoloss nicht. Wird er killen. So, wir haben gesehen, Lightheiler, Zauberschein, Gedankengut. Das heißt, er geht hundertprozentig auf Lightheiler. Hundertprozentig. Das heißt, wenn wir ihn jetzt nicht killen, wäre das der Worst Case. Wir gehen auf Kraftkoloss. Aber ich sehe ehrlich gesagt gegen Skorgro sehr schwarz. Killt das? Ja. War ein Crit. Ich glaube nicht, dass der gemerdert hat. Aber es könnte ihm zumindest so ein bisschen verschleiern, dass wir Walband sind. Das muss er nicht unbedingt wissen jetzt. So, Porygon, Zapdos, die sollten wir irgendwie hinbekommen. Und gegen Porygon setupen.
Aber wir überleben halt kein Erdbeben mit Voltrian. Das ist das große Problem an der Sache. Es kann nur noch sein, dass es irgendein fancyes Scorbro ist. AB1 Lucas ist Scorbro, right? Nee, macht Sinn. Das ist Meistergriff, okay. So, was hatten wir noch? Oven, ja. Okay. Ja, das Ding wird halt auch schon hart gefährlich. Meine Auswechslung in Oven ist relativ offensichtlich, denke ich. Der wird jetzt auch vermutlich einfach für einen Kampfmove gehen, danach hat er Heiß auch. Wenn ich jetzt aber drin bleibe, bin ich auf minus 2, wenn ich einen Kraftkoloss droppe. Und er kann sich gegen hochhalten. Nee, das macht auch keinen Sinn. Nee, ich glaube, es ist einfach over. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr fixer Kampf, bei dem riskante Plays von uns nicht aufgegangen sind und weniger riskante Plays, wo wir aber den richtigen Gedanken hatten. Die haben wir dann wiederum nicht durchgezogen, wo es wichtig gewesen wäre. Wow. Just wow. Das wäre jetzt natürlich noch ein nices Happening gewesen, wenn wir jetzt ganz, ganz knapp überlebt hätten. So, da kommt der Heiß Orb. Hätten wir die HP, hätten wir eine Chance, mit Voltrian was zu machen. So eher weniger. Wir werden halt auch nicht sonderlich viel Schaden gegen Meistergriff austeilen können. Erst recht nicht, wenn wir jetzt auf Patronik gehen und er dann zum Beispiel in Dings wieder rausgeht. Und Voltrian macht noch nicht genug Schaden. Ja, ich muss eigentlich irgendwie hoffen, dass er Zapdos reinbringt. Er kann immer noch auf Aeroas. Er kann immer noch Aeroas predicten, ne? Aeroas würde richtig viel Schaden machen. Glaube ich. Er könnte immer noch jetzt lieber in Zapdos rausgehen, weil Zapdos sollte ziemlich safe sein. Es resistet Stahl, es resistet Käfer, es resistet den Kraftkoloss, es resistet Aeroas. Das ist unsere einzige Chance, glaube ich, jetzt irgendwie zu hoffen, dass er in Zapdos geht und dann mit Voltriant ein, zwei Gedankengüter rauszubekommen und dann loszulegen, aber Meistergriff mit Tempo-Heap zum Beispiel, auch riesiges Problem. Ja, er bleibt einfach drin, okay. Ich glaube, dann ist es, glaube ich, lost. Erst recht, wenn er jetzt auf Ablehnung geht. Wenn er irgendwie einen Feuerschlag hat oder so, das wäre tatsächlich noch best case. Wird auch schon eine Menge Schaden machen, aber wäre, glaube ich, noch okay. Aber er geht einfach straight für den Ablehnung. Dann wird er sich halt einfach die KP wieder zurückholen, die er uns gezogen hat. Ja, ist leider over. Schade, in den Tests war das Team ziemlich strong. Aber du kannst halt das AB leider nicht testen, ne? Weil die Teilnehmer sich halt immer vorbereiten können auf dich. Ja, und ich habe halt auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Bringt es mir jetzt hier irgendwas zu tun? Zapdos scheitert halt Quatsch. Shirok scheitert halt an Zapdos. Ich hab, naja, nicht mal Full-Para-Chance oder so. Ich kann halt einfach nur hoffen, dass Zauberschein aus irgendeinem Grund killt. Aber wird es halt nicht. Ja, stimmt, Tempo-Heap hat er natürlich auch noch. Da brauche ich ja gar nicht überlegen. Ja. Dann gehen wir jetzt auf Shirox raus. Müssen auf uns auf irgendetwas wahlen. Aber ich glaube, gegen 4 Pokémon... da gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr. Da gibt es leider keine Möglichkeit mehr. Schade. Hätte, glaube ich, noch ein spannenderes Duell werden können, wenn ich einige Entscheidungen anders getroffen hätte. Bin selbst ein wenig sad, was das angeht, aber was willst du machen? Ja, das kriegst du da schon mal. Da meiste gibt es einen. Okay, mein Crit. Ja, stimmt. Das hat den Hitzekoller-Miss, ne? Der war halt auch bitter. Ansonsten... Wäre Kamirup wahrscheinlich auch down gewesen schon, ne? Recht früh. Naja. Kann man nichts machen. Aber ich glaube, der Mist, der war echt ein bisschen... Also, rede ich mich jetzt nicht raus, dass ich das dann gewonnen hätte, aber dann hätte zumindest Kamirup... Wäre das dann schon down gewesen? Ich glaube, so gut wie, ne? Naja. Okay, Leute. Das soll es gewesen sein für diesen Kampf. GG auf jeden Fall an Batzi, der damit, glaube ich, seinen dritten Sieg bekommen hat in der Top 4. Das heißt, auch ihn trennt nur noch ein Sieg
vom Champ. Viel Erfolg, Batzi. Dir würde ich es auf jeden Fall gönnen. Nicht, dass ich den anderen nicht gönnen würde, aber ihr wisst Bescheid. Na, lief nur nicht so optimal gerade. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Bis dann, ciao, ciao.